Wir bringen Sie, wohin Sie wollen. Zum Beispiel Krankentransporte zur Chemo- oder Strahlentherapie. Taxi Martin, immer erreichbar. Holzwerder 40 66 66. Mit Taxi Martin fahren Sie immer richtig. Holzwerder 40 66 66. Die Lausitz zu Gast in Kamenz bei der WIR 2016 vom 18. bis 20. März. Mit rund 250 Ausstellern die größte Handels- und Gewerbemesse der Lausitz. Mit vielen Informationen, tollem Programm und zahlreichen Live-Auftritten. Zum Beispiel mit Andreas Holm und Thomas Lück am Samstag und mit Uta Bresan am Sonntag. Für alle Kinder kommt Pitti Platsch mit seinen Freunden am Samstagvormittag. Und mit dem täglichen Messeradio Ihrer Elsterwelle live von der WIR 2016 an allen drei Messetagen. Freuen Sie sich auf die WIR 2016 in den Messehallen im Gewerbepark Kamenz und sagen Sie hinterher bloß nicht, Sie hätten es nicht gewusst. Knobi Vital, altbewährt und hilfreich. Ich komme auch so aus einer Generation, wo man noch gemeint hat, man kann mit Pillen alles heilen. Und jetzt ist die Tendenz einfach, dass man erkennt, die Natur, die kann uns so viel geben und dann brauche ich die Chemie nicht. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs, vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer, 2 in 1, erhält Ihre Herzfunktion. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter. Knobi Vital, Gesundheit ist unser höchstes Gut. Wir trinken sie jeden Abend, weil es wirklich hilft. Erhältlich in Apotheken und Reformhäusern. Guten Tag und ganz herzlich willkommen zur Drehscheibe in der neuen Woche. Am Sonntag fand das Amateurcasting für die diesjährigen Krabat-Festspiele am Mühlenhof in Schwarzkolm statt. Hobby-Schauspieler und die, die es vielleicht noch werden wollen, konnten vorbeikommen und ihr Können zeigen. Wir waren für sie dabei und haben uns mal umgeschaut. Aus einem regionalen Ereignis ist nach 4 Jahren inzwischen ein national etablierter Dauerläufer geworden. Denn so kann man die Krabat-Festspiele beschreiben. Im vergangenen Jahr erlebten knapp 8.400 Gäste die Inszenierung. Die professionellen Darsteller für die neue Saison wurden bereits in einem Auswahlverfahren in Dresden gefunden. Am Wochenende galt es, die vielen Nebenrollen zu besetzen. Für viele ist das die Möglichkeit, schauspielerisch mitzumischen und es könnte sogar ein Sprungbrett sein, um seine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Aber muss man als Laie eigentlich bestimmte Eigenschaften, zum Beispiel Textsicherheit und charakteristisches Aussehen besitzen, werden sich jetzt sicher viele fragen. Der künstlerische Gesamtleiter Alexander Siebecke hat dazu Antworten. Nein, eigentlich nicht. Ich sag mal so, selbst unsere Darsteller, die seit 2012, seit den ersten Krabat-Festspielen mit an Bord sind, sind lernfähig und zwar ganz schnell. Also alleine schon die 8 Profis, die wir hier am Start haben, unterstützen sie dabei und natürlich unser Regisseur Andreas Hüttner. Es ist ein Lernprozess, aber die Leute sind wirklich aufnahmefähig, die kriegen das ganz schnell mit. Einen Blick auf die Freiwilligen wagten am Sonntag auch viele alte Hasen, auf die die Krabat-Crew nicht verzichten kann und möchte. Trotzdem werden natürlich immer wieder neue Gesichter und engagierte Schauspieler gesucht. Scheu vor dem großen Auftritt braucht aber keiner haben, ist sich das Organisationsteam sicher. Man sollte eigentlich nur die Ambition haben, mitmachen zu wollen. Das ist wirklich das, was zählt. Ansonsten, wie gesagt, ist es eine Sache, die man ganz schnell mitbekommt. Man wächst und wir sind wie eine große Familie. Das merkt man auch bei den Aufführungen, das ist auch wichtig, das merkt man auch schon bei den Proben. Und wenn diese Spielfreude und diese familiäre Basis da ist, dann ist das gut für unser Stück. Der Satz nach den Krabat-Spielen ist vor den Krabat-Spielen hat in Sachen Vorbereitung einen großen Stellenwert. Das Textbuch stellt den Anfang des kompletten Prozedere dar und da weiß man schon meistens ungefähr, wohin die Reise gehen soll. Für die Schauspieler beginnt nun nach diesem Casting das intensive Proben. Geplant sind 15 Aufführungen, insgesamt bleiben also noch knapp 4 Monate, bis es endlich wieder auf die große Bühne, dem Krabat-Mühlenhof, geht. Vorab können wir sogar schon was von der Story verraten. Dieses Jahr sind wir im Spielerischen rein fiktiv. Das ist ja wirklich eine rein fiktive Geschichte. Im letzten Jahr haben wir uns noch ein Stück an der Saga entlang gehangelt.
Es sei schon so viel verraten, der Titel Gabat, die Wiege der Ewigkeit, klingt schon sehr vielversprechend. Es wird in diesem Jahr sehr mystisch und etwas gruselig. Wer jetzt so richtig auf den Geschmack gekommen ist, hat ganz schlechte Karten und das im wahrsten Sinne des Wortes. Bereits nach einer halben Stunde nach Vorverkaufsstart waren 6000 Karten weg und nach 2 Tagen alle restlos ausverkauft. Sicherlich ein großes Vorablob für das Ensemble, das nun wieder alles dafür geben wird, um die Festspiele zu einem Erfolg zu machen. Die 3 Landtagswahlen am Sonntag haben die Parteienlandschaft durcheinandergewirbelt. Überall ist die AfD mit 2-stelligen Ergebnissen in die Landtage eingezogen. In Sachsen-Anhalt sogar mit fast 1/4 der Wählerstimmen. Wie reagieren die Parteien in Sachsen darauf? Wir haben heute im Landtag in Dresden mal nachgefragt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die meisten nur aus Frust gewählt haben und gesagt haben, sie wollen die anderen Partei was auswischen. Ich glaube, dass da einfach, ja. Also ich glaube, dass ziemlich viele Nichtwähler, die sonst sich für Politik wenig interessieren, jetzt dem ganzen Strom hinterherlaufen und deswegen die AfD gewählt haben. Ich komme ursprünglich aus dem Vogtland, aus dem Land, ländlichen Gebieten. Da kenne ich sowas halt sehr stark, ne? Also gerade Rassismus, auch gegen Schwarze oder auch gegen Türken, war bei uns sehr verbreitet. Und hier in der Stadt, ne, also mit den Leuten, die ich zu tun habe, ist das eigentlich nicht so stark, ne, aber ich kenne schon die Strukturen. Ich weiß auch, dass es halt solche viele Leute halt der Meinung sind. Ja. Ich denke, dass es ein Umdenken in unserem Land stattfindet, auf jeden Fall. Ich freue mich darüber, sage ich Ihnen ehrlich. Und ich denke mir, die anderen Parteien müssen sich langsam Gedanken machen. So kann es nicht weitergehen. Ja, ich finde das ziemlich erschreckend. Also ich meine, 25% ist halt irgendwie ein Viertel der Bevölkerung. Das ist schon nicht so erfreulich. Vor allem auch, dass das ja einfach der große Punkt des Wahlprogramms ist ja das, was die Leute anspricht. Ne? Wir wollen keine Flüchtlinge mehr und da achtet ja auch niemand mehr darauf, dass ja auch genug andere Punkte sind, die einfach mal nicht schön sind. Oder? Das interessiert die Leute halt einfach nicht und deswegen kriegt man die Leute damit schnell. Ja, sag mal einfach mal, ich bin nicht sehr begeistert von. Denn Informationen zufolge sind das alles bisherige Nichtwähler gewesen. Das ist reiner Protest gegen die etablierten Parteien. Tja, das ist die Quittung für verfehlte Politik, aber nicht von Angela Merkel, sondern von vielen anderen. Ich hoffe, dass dass es wahr ist, dass es 2/3 Protestwähler gewesen sind und dass sich das irgendwann von selber wieder etwas dezimiert. Mehr als 24% erreicht die Partei Alternative für Deutschland im benachbarten Sachsen-Anhalt in den vorläufigen Ergebnissen. Bei der Wahl zum Sächsischen Landtag im Jahr 2014 kam die AfD auf fast 10%. Ob in der momentanen Lage im Freistaat ein ähnliches Ergebnis wie in Sachsen-Anhalt möglich wäre, die Bürgerinnen und Bürger sind sich da nahezu sicher. Ich denke, tendenziell besteht die Gefahr, ja. Definitiv. Ich meine, wir sollten froh sein, dass die Wahl in Sachsen schon vor ein paar Jahren war und die nur 10% bekommen haben und nicht jetzt die Wahl war. Ich denke, wir hätten wahrscheinlich 25% gar nicht ausgereicht. Also ja, sollte man schon mal ein bisschen mehr versuchen, das etwas wieder kleiner zu kriegen. Aber ist ja schwierig. Ich fürchte ja, wenn jetzt Wahlen wären, könnte das eventuell in die Richtung gehen. Aber ich denke nicht, dass das etwas auf Dauer ist, wenn die Politik jetzt ihre Konsequenzen zieht. Das kann ich so nicht sagen, aber es wird auf jeden Fall eine Veränderung in der Politik stattfinden, weil ein gewisser Gegenwind jetzt von uns, von der AfD ausgeht. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht sogar noch mehr, ne? Also nach dem, was alles passiert so mit den Flüchtlingsheimen, also kann schon gut sein. Also bin ich mir ziemlich sicher. Also mich würde es nicht wundern, wenn sie in Sachsen noch mehr kriegt als in Sachsen-Anhalt. Und gleich nach einer ganz kurzen Werbeunterbrechung sind wir wieder für Sie da mit spannenden Themen. Bleiben Sie also unbedingt dran. Vertrauen.
Und damit willkommen zurück. Eine Stiftung könnte neuer Eigner der Lausitzer Braunkohlewirtschaft werden. Entsprechenden Medienberichten zufolge werde diese Variante von Beteiligten kurz vor Ende des Verkaufsprozesses ins Spiel gebracht. Bis kommende Woche will Vattenfall konkrete Angebote für seine Kraftwerke und Tagebaue einsammeln. Hintergrund der Überlegung ist, dass die Interessenten offenbar nicht bereit seien, einen Kaufpreis zu zahlen, der für den schwedischen Energiekonzern akzeptabel sei. Dies sei auf die niedrigen Strompreise zurückzuführen. Weitere Informationen kurz zusammengefasst haben wir jetzt für Sie. Mit 2 Promille ist am Samstag in Hoyerswerda ein Radler erwischt worden. Der Mann war am Abend auf der Südstraße unterwegs. An der Ampel wollte der 47-Jährige bei Rot halten, fiel aber um. Eine Polizeistreife hatte dies beobachtet und nahm sich des Mannes an. Das allerdings inklusive Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Am Sonntagnachmittag ist auf der B97 zwischen Königsbrück und Schmorkau ein Mitsubishi mit einem Alleebaum kollidiert. Der 43-jährige Fahrer hatte zuvor die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am Freitagabend haben sich in Hoyerswerda ein 36-Jähriger und sein 10-jähriger Sohn auf der Schildstraße voneinander verabschiedet. Dabei zeigte der Mann den sogenannten Hitlergruß. Passanten sahen das Vorkommnis und informierten die Polizei. Ein Atemalkoholtest bei dem 36-Jährigen ergab einen Wert jenseits der 1,4 Promille. Das Dezernat Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Zahl der Verbraucherinsolvenzen in Sachsen ist auch 2015 gesunken. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Kamenz wurden im vergangenen Jahr 3.628 Verfahren gemeldet. 5,2% bzw. 199 Verfahren weniger als 2014. Im Landkreis Bautzen wurden 239 Fälle und damit einer mehr als im Vergleichszeitraum gemeldet. AOK-Versicherte in Sachsen können eine Kinderwunschbehandlung ohne Eigenanteil bekommen. Wie die Versicherung mitteilt, würden 75% der Kosten übernommen und damit 25% mehr als üblich. Den Rest finanzieren der Bund sowie das Land. Seit 2013 seien rund 1,8 Millionen Euro für mehr als 1.100 Behandlungen zur künstlichen Befruchtung geflossen, rechnet die Kasse vor. Allein ein Verfahren kostet mindestens 3.000 Euro. Zur Übernahme der Kosten müssten Paare den vom Arzt erstellten Behandlungsplan zur Genehmigung in einer Filiale der Gesundheitskasse einreichen. Der Astronomische Verein Hoyerswerda beteiligt sich auch in diesem Jahr am deutschlandweiten Astronomietag. Er steht unter dem Motto Faszination Mond. Am Freitag finden dazu gleich 3 Vorträge statt. Um 17 Uhr wird mit einem 60-minütigen Ausflug zu Sonne, Mond und Sternen speziell für Kinder und Jugendliche gestartet. Bei guten Wetterverhältnissen sei auch eine Beobachtung mit den unterschiedlichen Teleskopen möglich, kündigt der Verein an. Zum Handball. Gegen den HV Chemnitz hatten die Frauen des Hoyerswerda Sportclubs am Samstag keine Chance. Bereits zum Halbzeitstand von 10:20 war eine derbe Niederlage wohl absehbar, die mit einem 21:39 auch mehr als deutlich ausfiel. In der mitteldeutschen Oberliga sind die Mädels wieder mit Platz 9 in die Abstiegszone gerutscht. Es bleiben aber noch 4 Spiele, um den Klassenerhalt hinzubekommen. Im Lokalderby konnte sich der LHV am Samstag gegen den HVH Kamenz durchsetzen. Nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen in der ersten Halbzeit konnten die Hoyerswerda nach der Pause souverän ihren Vorsprung ausbauen und gewannen am Ende deutlich mit 34:22. Das Team von Trainer Conny Böhme konnte sich durch diesen Sieg die Tabellenführung zurückholen, denn Concordia Delitzsch verlor zeitgleich in Leipzig. Ein ganz besonderer Wettkampf stand für das Team des Schwimmsportvereins Hoyerswerda am Samstag in Senftenberg auf dem Plan. Die Besonderheit, jeder Schwimmer muss über die 25, 50, 75 und 100 Meter an den Start gehen und dabei jede Disziplin einmal schwimmen. Fast 200 Teilnehmer suchten die Herausforderung, bei der auch der SSV abräumen konnte. Über einen 3. Platz in seiner Altersklasse freute sich Philipp Kochter. Auch Marilyn Wenk durfte aufs Podest. Sie wurde am Ende 2.
Durchgesetzt haben sich auch Sophie Kochter und Katja Schimpke, die am Ende beide ihre Altersgruppe anführten. Bis zum 9. April haben die Schwimmerinnen und Schwimmer nun Zeit, sich auszuruhen. Dann lädt der SSV andere Vereine zum Start in den Frühling ein. Am Donnerstag findet auf der Kinder- und Jugendfarm wieder der Tag des Wassers statt. Was die Besucher alles erleben können, das erfahren Sie gleich bei uns nach einer weiteren kurzen Werbepause. Bleiben Sie dran. Ihr Foto im Elsterwelle Fernsehen. Das geht ganz einfach. Eine Aufnahme, die Sie mit anderen teilen wollen, können Sie uns einfach als Wetterbild des Tages mit einer kurzen Beschreibung via E-Mail an info@elsterwelle.de zusenden. Die Standardauflösung gängiger Fotoapparate reicht. Bei Handyaufnahmen bitte die HD-Qualität wählen. Und damit Sie den Fernseher nicht drehen müssen, bitte aufs Querformat achten. Wir freuen uns auf Ihre Zusendung. Liebe Zuschauer, am Donnerstag findet zum bereits 6. Mal der Tag des Wassers auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda statt. An meiner Seite jetzt Leiterin Liane Semjank. Tag des Wassers ist nun mittlerweile eine richtige Tradition geworden. In diesem Jahr hat er auch ein Thema, was nicht so alltäglich ist. Ja, das ist richtig. In diesem Jahr ist ein ganz besonderes Thema. Das Thema heißt Water und Jobs. Und wir haben das Unterthema mit Wasser sein täglich Brot verdienen gegeben und wollen diesbezüglich ganz spezifisch mal das Wasser mit den Berufen verbinden. Mit den Berufen verbinden, so spontan fallen einem so 2, 3 Sachen ein. Wer wird sich denn hier so vorstellen mit seinen Berufen am und im Wasser? Ja, da ist ganz aktuell und ganz spezifisch natürlich die Feuerwehr hier mit zu Gast. Die hat ja nun das ganz prekäre Thema, wie wichtig ist das Wasser, um überhaupt Menschenleben zu retten. Und natürlich haben wir auch andere Unternehmen noch hier mit vor Ort. Da wäre unter den vielen Stationen vielleicht noch 1, 2 mit zu benennen. Zum Beispiel das Lausitzer Seenland wird mit vor Ort sein und hier ihr Unternehmen vorstellen. Es wird auch die Landestalsperrenverwaltung hier mit da sein. Es wird beleuchtet werden, wie wichtig das ganze Thema Wasser für die Fische im Lausitzer Seenland ist oder für die gesunde Ernährung. Und vieles, vieles mehr. Da würde ich noch mal kurz einhaken wollen. Lausitzer Seenland, na klar, wir leben am Wasser. Was werden die Kollegen dort vorstellen? Ja, also die werden zum einen wichtiges Informationsmaterial mitbringen, welche Berufe im Lausitzer Seenland mit dem Thema Wasser zu tun haben. Werden auch mit den Kindern bestimmte Kreuzworträtsel und es wird aber auch, die bringen auch Geräte mit, die man im Lausitzer Seenland nutzen kann, wenn man hier Urlaub macht, wo die Kinder auch am Nachmittag einfach mal probieren können und einfach Spaß haben dabei. Das klingt schon mal super. Die Kinder- und Jugendfarm ist ein Archehof, also der Landwirtschaft auch sehr zugetan. Wasser und Landwirtschaft ist natürlich eine große Verbindung, ne? Natürlich. Und deshalb wird bei uns auch ein Stand so sein, dass der Herr Latter, der wird spezifisch über das Drainagesystem in der Landwirtschaft berichten, den Kindern natürlich Highlife zeigen, wie wichtig das ist, um auch in der Landwirtschaft das Wasser entweder von den Feldern wegzubekommen oder zu den Feldern hinzubekommen. Das ist ja gerade in der heutigen Situation mit dem Wetter und der Klimasituation nicht immer so ganz einfach. Dann sind natürlich die Versorgungsbetriebe Hoyerswerda mit vor Ort. Da ist ja Wasser Thema. Ja, also die Versorgungsbetriebe an erster Stelle, das ist ja der Grund, mit denen machen wir das 6. Mal zusammen. Das ist unser fester Partner und die Versorgungsbetriebe werden auch gleich am Eingangsbereich stehen und werden den Kindern auch frisches Trinkwasser zum Verkosten geben und den Kindern natürlich auch erläutern, welchen Aufwand es eigentlich benötigt, um dieses frische, gesunde Trinkwasser aufzubereiten und welchen Nutzen es für die Menschheit hat. Also das ist ja ganz, ganz wichtig. Am Donnerstag sind am Vormittag Schulen und Kitas eingeladen. Ab Nachmittag ist es für jedermann frei.
Was würden Sie sagen, warum sollten die Leute unbedingt herkommen? Ja, zum einen, weil es wunderschönes Wetter geben wird. Das ist bisher eigentlich immer so gewesen, wenn der Frühling lange ausgeharrt hat. Aber zum Tag des Wassers war das schöne Wetter da. Und weil es ja ganz, ganz viel, wie gesagt, insgesamt 10 Stationen geben wird, wo sich zum einen die Menschen Wissen erwerben können, wo die Kinder aber auch viel, viel Spaß und Freude dran haben können. Und es wird auch eine Bastelstation geben, wo jedes Kind sich was mit nach Hause nehmen kann. Und es wird einen Wassertropfen geben zur Erinnerung an den Tag. Also ich denke, es wird für alle ganz, ganz lustig werden. Frau Seemann, dann hoffe ich mal, dass Ihr Draht zu Petrus genauso gut ist wie in den vergangenen Jahren. Und danke fürs Gespräch. Ja, ich danke auch. Bitte. Das Elsterwelle-Kalenderblatt. Der Schwebnitzer Ortsteil Bulleritz wurde im Jahre 1374 erstmals im Zinsregister des Panschwitzer Klosters Marienstern erwähnt. Damals übrigens unter dem Namen Vogelersdorf, jedoch mit dem Beinamen Bulleritz, das auf eine damals vorwiegend sorbische Bevölkerung schließen lässt. Die ältesten Hinweise auf die Besiedlung des Gebietes sind Beilfunde aus der Jungsteinzeit um etwa 4.000 bis 3.000 vor Christus. Sie wurden Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckt. Auch bronzezeitliche Urnengräber auf dem südlich am Dorfausgang gelegenen ehemaligen Schäferschen Hofacker wurden gefunden. Historisch gewachsen besteht der Ort aus einem Ober- und Unterdorf mit 2 Rittergütern. Eines davon wurde 1588 zur Erbschenke erklärt und war jahrhundertelang das Gasthaus. Die alten Strukturen lassen sich noch heute erkennen, allerdings sind nur noch die Nebengebäude bewohnt, die Gaststätte steht leer. Das zweite Rittergut hat neue Besitzer, die das historische Ensemble erhalten und mit neuem Leben erfüllen wollen. Das Elsterwelle-Kalenderblatt. Zum Computerzirkel lädt am Dienstag das Team vom Nachbarschaftshilfeverein um 9 Uhr in das Plauderstübchen in der AWO in der Thomas-Münzer-Straße in Hoyerswerda ein. Und ab 14 Uhr steht ein Spielenachmittag im Stell-Dich-Ein in der Einsteinstraße in Lauter im Programm. Auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda können Mädchen und Jungen am Dienstag von 14 bis 18 Uhr bei den Vorbereitungen zum Tag des Wassers auf der Farm helfen. Außerdem gibt es von 14 bis 16 Uhr auch Tipps zur gesunden Ernährung. Ein Frühlingsbasteln für Groß und Klein gibt es am Dienstag beim Familientag im Jugendclubhaus Ossi in der Hermannstraße in Hoyerswerda. Los geht 16 Uhr. Sport und Fitness werden am Dienstagnachmittag wieder im Jugendhaus Lauter am Lessingplatz großgeschrieben. Die Angebote können von 16 bis 18 Uhr genutzt werden. Auf der Bühne des Osterdorfes im Lausitz-Center Hoyerswerda zeigt am Dienstag das Kipp-Puppentheater die Geschichte Meister Lampe lässt sich bitten. Vorstellungsbeginn ist 16.30 Uhr. Im Mehrgenerationenhaus Bernsdorf in der Eisenbergstraße stehen am Dienstag ab 16 Uhr ein Yogakurs und ab 17.30 Uhr Bauchtanz im Programm. Innerhalb der Reihe Dienstags im Stadtmuseum gibt es um 17 Uhr im Hoyerswerda Schloss einen Vortrag mit Oberbürgermeister AD Horst-Dieter Bremig zum Thema die ersten Landräte des Kreises Hoyerswerda, die Familie von Götz aus Hohenbocka. Und das Blow-Up-Kino der Kulturfabrik im Bürgerzentrum Braugasse 1 in Hoyerswerda zeigt am Dienstag um 17 und um 20 Uhr den Streifen Brooklyn, eine Liebe zwischen zwei Welten. In der Nacht zum Dienstag stark bewölkt, später etwas Regen oder Schneeregen möglich bei Tiefstwerten zwischen 4 bis 1 Grad und einem schwachen Nordwestwind. Am Dienstag Durchzug dichter Wolken, anfangs örtlich noch etwas Regen oder Schneeregen, sonst nur selten Schauer, später von Norden her Aufheiterungen bei Höchstwerten zwischen 5 bis 9 Grad. Am Mittwoch dann unter Hochdruckeinfluss deutlich größerer Sonnenanteil und ein leichter Temperaturanstieg. Am Donnerstag häufig sogar ganztägig Sonne und niederschlagsfrei. Und das war's schon wieder mit der Drehscheibe am Montag. Morgen sind wir mit dem Vorsitzenden des Hoyerswerda Jugendstadtrates verabredet. Eine Nacht der Vereine wird von ihm derzeit vorbereitet. Bis dahin machen Sie es schön gut. Würde mich freuen, wenn Sie morgen wieder reinschauen würden. Bis dahin, tschüss.